Oliver Twist. Ein Hörspiel nach Charles Dickens von Max Gundermann. Diese Geschichte spielt vor mehr als 100 Jahren in Old Merry England. In der guten alten Zeit also, wie wir sagen. War sie wirklich so gut? Nicht für die Armen, nicht für die Schwachen. Du Lümmel! Oh, Mr. Bumble! Halten Sie es für respektvoll, Mrs. Mann, den Gemeindebeamten vor der Tür warten zu lassen? Entschuldigen Sie vielmals! Wenn er in Amtsgeschäften in das Waisenhaus kommt... Oh, bitte, Mr. Bumble, ich bitte! Bitte, vergessen Mr. Sie nicht, Mrs. Mann, dass Sie als Vorsteherin des Waisenhauses eine Angestellte der Gemeinde sind. Ich vergesse es nicht, Mr. Bumble. Und Sie werden dieses Vorkommnis verzeihen, wenn ich Ihnen sage, was soeben geschehen ist. Was ist geschehen? Etwas Unerhörtes. Etwas, das hier noch nie passiert ist. Einer der Knaben hat beim Mittagessen mehr verlangt. Was? Wollen Sie damit sagen, dass ihm die amtlich festgesetzte Portion nicht genügt hat? Genau das, Mr. Bumble. Nachdem er seinen Teller Haferschleim aufgegessen hatte, kam er zu mir und verlangte eine zweite Portion. Och, na, das ist ja Aufruhr, Rebellion! Ich muss mich setzen. Bitte, Mr. Bumble, hier ist ein Stuhl, bitteschön. Warten Sie, ich gebe Ihnen etwas zur Stärkung, einen kleinen Wacholderschnaps. Der wird Ihnen gut tun. Sie haben Herz, Mrs. Mann. Danke sehr. Wohlbekomm's. So, ich schenke ihn gleich noch einmal ein. Oh, Sie sind sehr gütig. Danke sehr. Wohlbekomm's. Ich werde Ihre Fürsorglichkeit an gegebener Stelle zur Sprache bringen. Oh, es wäre lieb, wenn Sie sich zu gegebener Zeit daran erinnern würden, Mr. Bumble. Darf ich noch einmal einen schenken? Nein, danke. Ich bin im Dienst. Ich fühle mich auch schon wieder gekräftigt. Wer war der Taugenichts, der dieses ungeheuerliche Ansinnen an Sie stellte? Oliver Twist. Aha. Oliver Twist. Das scheint ja ein Galgenstrick zu sein. Danken Sie Ihrem Schöpfer, Mrs. Mann, dass Sie sich nun mit diesem verkommenen Subjekt nicht mehr länger plagen müssen. Er ist jetzt 10 Jahre alt. Was, 10 Jahre schon? Auf den Tag vor 10 Jahren wurde er im hiesigen Armenhaus geboren. Ja, das weiß ich von der alten Sally. Gott hab sie selig. Sally hat der Mutter dieses Bengels die Augen zugedrückt, als sie gleich nach der Geburt starb. Den richtigen Namen dieses Frauenzimmers hat man nie erfahren können. Mit Vornamen hieß sie Agnes. Woher wissen Sie das? Och, das hat mir die alte Sally erzählt. Dann ist es noch kein Beweis, dass die Frau wirklich so hieß. Man weiß jedenfalls nicht, wer sie war, woher sie kam, wohin sie wollte. Als man sie damals hier auf der Straße fand, war sie völlig zerlumpt und heruntergekommen. Und sie bekam ein Kind, ohne einen Trauring am Finger zu haben. Ja, das besagt alles, Mr. Bumble. Allerdings. Ja. Den Namen des Vaters... Der hieß mit Vornamen Edwin. Edwin? Edwin? Wissen Sie das auch von der alten Sally? Ja, natürlich. Die Sally war eine dumme, schwarzhafte Vettel. Die Gemeinde hat den Namen des Vaters nie ausfindig machen können. Aber wie kommt es denn, dass der junge Oliver Twist heißt? Diesen Namen habe ich ihm gegeben. Sie? Jawohl. Ich nenne unsere Findelkinder nach alphabetischer Reihenfolge. Vor diesem Jungen zum Beispiel war das S an der Reihe. Ich erfand deshalb den Namen Seidenfaden. Dann kam das T, Twist. Das machte ich sofort, bis ich zum Z zwirren kam. Ach, und dann? Dann fing ich wieder von vorne an. Ach, ein großartiger Einfall. Sie haben Kopf, Mr. Bumble. Der gehört nun einmal zu einem Gemeindebeamten. Also, dieser Oliver Twist ist heute 10 Jahre alt und mit diesem Tag hört bekanntlich für die Waisenkinder das bequeme, sorglose Leben auf. Morgen bekommt Twist eine Lehrstelle. Sie werden ihn morgen früh um 9 Uhr in ordentlichem, gesäuberten Zustand zum Büro des Herrn Amtsvorstehers bringen.
der Amtsvorsteher, Mr. Sowerberry, wartet draußen und der Waisenhausjunge, der gestern 10 Jahre alt wurde. Ach ja, ich erinnere mich, es kommt nicht oft vor, dass eins unserer Waisenkinder 10 Jahre alt wird. Nein, das kommt nicht oft vor. Gewöhnlich sterben die Pfleglinge von Mrs. Mann sehr früh. Das muss wohl an unserem Klima liegen. Mrs. Mann kann man daraus keinen Vorwurf machen, Herr Amtsvorsteher. Sie ist wie eine Mutter zu den Kindern. Ja, ich will's nicht bezweifeln. Der Amtsarzt hat die Pfleglinge von Mrs. Mann stets gewissenhaft untersucht, sobald sie gestorben waren. Er hat sogar einige Male die Leichen geöffnet, aber hat nie etwas in ihnen gefunden. Das wäre wohl auch kaum möglich gewesen bei einem Verpflegungssatz von einem halben Schilling pro Woche. Holen Sie jetzt Mr. Sowerberry und den Jungen herein. Sofort, Amtsvorsteher. Treten Sie ein, Mr. Sowerberry. Komm, mein lieber Oliver. Ich wünsche einen guten Morgen, Herr Amtsvorsteher. Morgen. Mach eine Verbeugung, verdammte Bengel. Oh. Wie heißt du, Junge? Oliver Twist, Herr Amtsvorsteher. Du weißt, dass du eine Waise bist. Jawohl, Herr Amtsvorsteher. Du weißt demnach, dass du weder Vater noch Mutter hast und von der Gemeinde auferzogen wurdest. Jawohl, Herr Amtsvorsteher. Ich hoffe, dass du den Menschen, die dich ernährt und die für dich gesorgt haben, dankbar bist. Antworte. Oh. Mach ein freundliches Gesicht. Jawohl, Herr Amtsvorsteher. Aber die Gemeinde ist nicht in der Lage, dein Leben lang für dich aufzukommen. Du bist alt genug, um zu arbeiten und eine nützliche Beschäftigung zu erlernen. Wir werden dich in eine Lehre geben. Jawohl, Herr Amtsvorsteher. Wenn du jedoch in dieser Lehre nicht fleißig und gehorsam sein solltest, müssen wir dich ins Arbeitshaus stecken, indem du von morgens 6 bis abends 6 Werk zupfen kannst. Bitte nicht, Herr Amtsvorsteher. Ich werde auf... Du möchtest sicher gern ein Sargmacher und Leichenbestatter werden. Nein, Herr Amtsvorsteher. Doch, Herr Amtsvorsteher, der Junge ist nur im Augenblick ein bisschen verwirrt. Nicht wahr, Oliver? Du wünschst dir doch nichts sehnlicher, als bei einem Sargmacher und Leichenbestatter in die Lehre zu gehen. Oh. Sag ja, sei heiter, fröhlich. Ja, Herr Amtsvorsteher. Na, also, Mr. Sowerberry, dies ist der Junge, den Sie in die Lehre nehmen können. Ich weiß, Herr Amtsvorsteher. Tja, sehr mager und wenig kräftig. Er wird nicht viel leisten. Oh, er macht einen zähen Eindruck. Eines Tages werden Sie einen tüchtigen Gehilfen in ihm haben. Ja, ja, aber was muss man bis dahin in ihn hineinstopfen? Wenn Sie ihn nicht wollen, Mr. Sowerberry... Doch, doch, Herr Amtsvorsteher, ich will ihn. Gut. Dann zahlen Sie 5 Pfund Abstand in die Gemeindekasse. 5 Pfund? Das ist mir unmöglich. Ich bin kein reicher Mann. Das wundert mich, Mr. Sowerberry. Sie liefern der Gemeinde so viele Särge für das Altersheim, das Arbeitshaus, das Obdachlosenasyl. Gewiss, Herr Amtsvorsteher. Aber was zahlt man mir schon dafür? Die bewilligten Preise sind sehr niedrig. Die Preise sind in kleinen, flachen Särgen durchaus angemessen. Ich gebe zu, dass nach dem Inkrafttreten der neuen Verpflegungssätze weniger Holz erforderlich ist. Aber die Arbeit bleibt die gleiche. Sagen wir 3 Pfund. 5 Pfund und keinen Penny weniger. 4 Pfund. Sehen Sie sich doch den Jungen einmal an. Wahrscheinlich stirbt er mir schon nach einem halben Jahr und dann habe ich das Geld verloren. Ein Risiko muss man bei jedem Handel eingehen, Mr. Sowerberry. 5 Pfund oder aus der Sache wird nichts. Die Abstandssumme ist amtlich festgesetzt. Wenn's denn nicht anders möglich ist. Meinetwegen. Was wird nur meine Frau dazu sagen? Ist das etwa der Waisenhausbengel? Ja, meine Liebe. Da hast du dir ja schön was andrehen lassen mit diesem kleinen Gerippe. Er wird wachsen und kräftiger werden. Natürlich, von unserem Essen und Trinken. Ich habe dir gleich gesagt, nimm keinen Jungen aus dem Waisenhaus. Der Unterhalt kostet mehr, als solch ein Bengel wert ist. Aber meine Meinung gilt ja hier nichts. Du bist ja immer klüger, du Esel. Wie heißt du? Oliver, du bist Madame. Zu Mittag hast du schon gegessen? Nein, Madame. Dann soll ich dir gleich in der ersten Stunde, die du hier bist, etwas zu essen geben?
Ja, Madame. Werde nicht frech, Bürschchen, ich habe eine lockere Hand. Meine Beste, er hat einen weiten Weg hinter sich. Dann kann er sich eine Stunde ausruhen. Los, nimm dein Bündel, leg dich hin. Ja, Madame. Wohin soll ich mich legen? Du schläfst hier in der Werkstatt. Ja, Madame. Haben Sie einen Strohsack? Ach, was, Strohsack? Pack dir Holz voll in einen Sack, da liegst du ebenso weich wie in einem Daunenbett. Ja, Madame. Ich könnte die Verzweiflung bekommen, wenn ich dieses Knochengestell da ansehe. Er ist allerdings nicht gerade wohlgenährt, Täubchen. Dafür hat er aber einen so schönen, traurigen Ausdruck im Gesicht. Er könnte einen ausgezeichneten Leichendiener abgeben. Rede keinen Unsinn, dazu ist er viel zu jung. Ich meinte ja auch nur bei Kinderbegräbnissen. Seit wann ist denn so etwas Mode? Na ja, es wäre doch einmal etwas ganz Neues. Dieses schwermütige, blasse Gesicht würde sicher großen Eindruck machen. Keine schlechte Idee. Selbstverständlich müssten die Kunden dafür extra zahlen. Selbstverständlich. Und überdies wäre ich der Konkurrenz um eine Nasenlänge voraus. Vielleicht bist du doch kein so großer Schafskopf, wie es scheint. Aber erst einmal wollen wir sehen, wie sich der Junge macht. Nicht, dass wir ihn erst herauspäppeln und dann läuft er uns weg. Hallo, mein Junge. Was ist denn mit dir los? Bist du krank? Nein, nur hungrig und müde. Du hast ja ganz blutige Füße. Schon lange auf der Landstraße? 7 Tage. Mhm. Bist wohl ausgerissen. Siehst aus, als ob du aus dem Waisenhaus kämst. Ich war auch zuerst im Waisenhaus. Und dann bin ich in die Lehre zu einem Sackmacher gekommen. Ah, und da hat's dir nicht gefallen? Nein. Mhm. Da hat man mir noch weniger zu essen gegeben. Und noch mehr Schläge. Aber das war nicht das Schlimmste. Ich musste immer dabei sein, wenn Kinder begraben wurden. Das habe ich nicht ausgehalten. Lieber will ich selbst sterben. Du scheinst ein weiches Gemüt zu haben. Wohin willst du nun? Ich weiß nicht. Hier geht's nach London. Wollen Sie nach London? Ja. Wohnen Sie da? Ja, ja. Möchtest du mitkommen? Ich glaube, ich könnte etwas für dich tun. Wirklich? Ich kenne in London einen feinen alten Herrn, der dich vielleicht aufnehmen würde. Dann nehmen Sie mich doch bitte mit. Na gut. Na los, steh auf. Ich muss weiter. Es sind noch 8 Meilen. Oh, mir ist auf einmal ganz schwindelig. Na, das kommt sicher vom leeren Magen. Ich bin zwar selbst ziemlich abgebrannt, aber ein bisschen zu essen habe ich noch für dich. Sie sind so gut. Was will ich meinen? Da, nimm. Vielen Dank. Wie heißt du eigentlich? Oliver Küst. Komischer Name. Ich heiße Jack. Jack Dawkins. Jack? Jawohl. Mr. Jack Dawkins. Wen hast du denn da mitgebracht? Einen neuen Kumpanen. Und woher kommt er? Von Grünland. Ich habe ihn unterwegs aufgelesen. Er ist seinem Lehrherrn durchgebrannt. Lass dich mal anschauen, mein Kerlchen. Na, wie gefällt er dir, Fetchin? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sein Gesicht ist ein Vermögen wert. Nicht wahr? Ein Junge für die Taschen der alten Damen in den Kirchen.
Also ich freue mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin der alte Fädchen. Und wer bist du? Oliver Twist. So, komm rein, mein lieber Oliver. Und setz dich zu uns. Da ist noch ein guter Freund von mir. Das ist Charlie Bates. Hast du gut gearbeitet, Jack? Ich kann nicht von Geschäften reden, die ich gegessen und getrunken habe. Charlie! Ne? Hol Wurst und Brot. Mach uns einen heißen Wacholder. Ja, ja. Komm, Jack. Komm hier in die Ecke. Ich muss dir etwas sagen. Mach keine Umstände, Jack. Gib her. Da, mehr war nicht zu machen. Nicht gerade viel. Aber die Uhr. Die Uhr ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Gold. Mhm. Und die Börse? Ja. Schwach gespickt. Sehr schwach. Oh, das habe ich auch gemerkt, als ich es in der Hand hatte. Du hast doch nichts für dich daraus genommen? Ja, nur ein paar Pence. Ich hatte kein Geld mehr und musste mir etwas zu essen kaufen. Wenn man über Land geht, muss man schon mal was von der Beute nehmen. Ich will's diesmal durchgehen lassen. Aber hüte dich, Jack. Wer nicht ehrlich teilt, wird... Na, du weißt schon. Ja, ich weiß, ich weiß. Reg dich nicht auf, Alter. Ah, der Tisch ist schon gedeckt. Trink und fass zu, Oliver. Wie viel darf ich mir nehmen? So viel du essen kannst. Bis ich richtig satt bin. Ja, ja. Du scheinst nicht gerade ein üppiges Leben gewohnt zu sein. Aber bei uns wirst du es besser haben. Wie kann ich Ihnen nur dafür danken, Mr. Fetchin? Na, darüber sprechen wir morgen. Fetchin wird's dich schon lehren. Oder du wärst der Erste, dem er das nicht beibringt. Na, hast du ausgeschlafen, Oliver? Ja, Mr. Fetchin. Und auch gut gefrühstückt? So gut wie noch nie in meinem Leben. Wir haben für ihn gesorgt, damit er wieder zu Kräften kommt. Aha. Und den Wacholder mag er nicht. Daran wird er sich auch noch gewöhnen. Wird er. Tja. Dann wollen wir mit der Arbeit anfangen. Los! Pass mal auf, Oliver. Ich stecke hier in diese Tasche eine Geldbörse, in meine Westentasche eine Uhr und in meine Rocktasche hinten ein schönes seidenes Schnupftuch. Und jetzt knöpfe ich meinen Rock fest zu und gehe hier im Zimmer auf und ab, so wie man auf der Straße spazieren geht. Siehst du? Ja. Ich gehe spazieren, spazieren, spazieren. Und nun bleibe ich mal stehen, so wie man auf der Straße vor einem Schaufenster stehen bleibt. So. Jetzt gib gut Acht, was Jack tut. Er zieht ihm die Börse aus der Tasche. Oh, wirklich? Ich hab's gar nicht gemerkt. Oh, ein geschickter Bursche, der Jack, nicht wahr? Ja, das kann er gut. Nun wollen wir einmal sehen, ob's Charlie auch so gut kann. Ich gehe also wieder spazieren. Spazieren, spazieren. Nun bleibe ich wieder stehen. Vor einem Schaufenster. Nein, diesmal sehe ich mir ein schönes Gebäude an. Charlie hat Ihnen die Uhr weggenommen, Mr. Fetchin. Meine Uhr? Richtig. Das habe ich auch nicht gemerkt. Der Charlie kann's genauso gut wie der Jack. Ja. Das haben Sie von mir gelernt. Du wirst auch bei mir viel lernen. Willst du mal versuchen, Oliver,
ob du mir das Seidentuch aus der Tasche ziehen kannst? Gern, Mr. Fetchin. Mhm. Ich gehe also wieder spazieren, spazieren, spazieren. Nun setze ich mich auf eine Bank im Park und lese eine Zeitung. Halt! Hab ich dich erwischt? Diesmal habe ich es gemerkt. Aber das schadet nichts. Du brauchst nicht traurig zu sein. Wir werden es noch ein paar Mal üben und dann werde ich es nicht mehr merken. Psst. Wer ist da? Alles sicher. Nancy, allein? Warum kommt Bill nicht mit? Er schläft. Letzte Nacht hat er einen guten Fischzug gemacht. Oh, schön, schön, schön. Hast du es mit? Ja, es soll es dir geben. Da. Zeig her, lass sehen. Oh, feine Sachen, teure Sachen, brauchbare Sachen. Oh. Wer ist denn der Kleine da? Ein Neuer. Hab ich entdeckt. Fängt dir gerade seine Lehrzeit an. Mhm. Wie heißt du denn? Oliver Twist, Madame. Madame. Madame, das ist wunderbar. Ein manierliches Jüngelchen. Etwas für die besseren Damen. Du hast so schöne blonde Haare. Und so ein zartes Gesicht. Sieh dir das an, Jack. Nancy ist schon ganz verliebt in den Kleinen. Schade um dich, Oliver, dass du hier zu diesen... Nancy! Ich bringe die Sorge heute noch zum Einschmelzen. In ein paar Tagen kriegt Bill seinen Anteil. Aber hau nicht wieder übers Ohr. Ich ihn übers Ohr hauen? Habt ihr das gehört, Jungs? Ist das ein Witz? Komm, Nancy, darauf trinken wir eins. Trink allein, ich hab's eilig. Grüß deinen Bill. Ich schließe nur schnell die Sachen weg, dann geht's wieder an die Arbeit. An die Arbeit? Das ist doch ein Spiel. Noch ist's Spiel, dann wird's Arbeit. Das verstehe ich nicht. In ein oder zwei Wochen wirst du schon alles kapiert haben. Bravo, Oliver! Tüchtig, tüchtig, tüchtig! Ich muss dich loben. Du hast in den letzten 8 Tagen alles gelernt, was man hier lernen kann. Und darum ist's jetzt an der Zeit, dass du mit Jack und Charlie auf die Straße gehst. Soll ich dann Jack auf der Straße etwas aus der Tasche ziehen? Mir natürlich nicht, du Schafskopf. Du sollst überhaupt niemandem etwas aus der Tasche ziehen. Du sollst nur zusehen, wie es Jack und Charlie machen. Ja, und dann? Na, dann wirst du schon von selbst ins Geschäft kommen. Warte, Oliver. Noch eins. Wenn dich einmal jemand fragt, woher du kommst, erzähl nichts von mir oder von diesem Hause. Sag auch nichts, wenn man's mit Prügeln aus dir herauspressen will. Verrätst du etwas, ist's aus mit unserer Freundschaft. Wenn du einen von uns verpfeifst, hast du alle auf dem Halse. Dann schlagen wir dir dein Knochengestell entzwei, dass du nie wieder aufstehen kannst. Euer Ehren, diesen Burschen hier hat man auf frischer Tat ertappt. Wie heißt du, kleiner Lump? Ja, wie du heißt, will ich wissen. Er kann nicht reden, euer Ehren. Er hat von den Leuten, die hinter ihm her waren, ziemlich viel abbekommen. Wissen Sie, wie er heißt? Er sagte vorhin, Tom White, euer Ehren. Wo wohnt er? Wo er eben kann, euer Ehren. Hat er Eltern? Er sagte, sie seien gleich nach seiner Geburt gestorben. Wasser. Na, mach hier keine Faxen. Aber sehen Sie denn nicht, das Kind ist ja verletzt. Er fällt um. Soll er fallen? Oh, je. Na, lass es doch liegen, Polizeidiener. Er wird sich bald eines Besseren besinnen. Und wer ist dieser Kerl? Mein Name ist Brownlow. Ich möchte Sie bitten, einen ehrenhaften Mann nicht kerl zu... Polizeidiener, was liegt gegen diesen Menschen vor? Er ist nicht angeklagt, euer Ehren. Er steht hier als Ankläger gegen den Jungen. Erlauben Sie, dass Seien ich Sie ruhig. Ihnen... Ich verbitte mir als solche... Seien Sie still! Was hat der Junge ausgefressen? Ich stand vor einem Buchladen... Halten Sie den Mund! Ich frage den Polizeidiener. Der Junge hat versucht, dem Herrn die Börse zu stehlen. Nein. Du bist nicht gefragt. Sind Zeugen da, Polizeidiener? Nein, keine, euer Ehren. Gut, 3 Monate Arbeitshaus. Abführen. Halt, ich bin Zeuge. Na, warum melden Sie sich denn nicht gleich?
Man wollte mich nicht hereinlassen. Wie heißen Sie? Was sind Sie? Ich heiße George Baker und bin Buchhändler. Ja, was haben Sie zu sagen? Schnell! Der Junge hat nicht versucht zu stehlen, euer Ehren. Hm? Es war ein anderer. Ein anderer? Ja, und der ist weggelaufen. Dieser Junge lief hinter ihm her und da hat man ihn für den Dieb gehalten. Erzählen Sie kurz den Hergang. Mr. Brownlow stand an der Bücherkiste vor meinem Laden und las in einem Buch. In dem Buch, das er noch in der Hand hat. Ist das sein Buch? Hat er schon bezahlt? Nein, noch nicht. In der Aufregung habe ich es in der Hand behalten. Ach, so einer sind Sie also. Sie klagen einen armen Jungen an und nehmen selbstfremdes Eigentum mit sich? Sie haben keine Ruhe! Zeuge, hat er sich dieses Buches unter verdächtigen Umständen bemächtigt? Nein, euer Ehren. Ich selbst habe es ihm gegeben. Da hat er ja noch mal Glück gehabt. Zum Teufel! Ruhe! Polizeidiener, räumen Sie das Gerichtszimmer! Der Junge ist frei! Wo bin ich? Bleib liegen, mein Junge. Du bist in meinem Hause. Ach, Sie sind's, Herr. Ihnen wollte man die Börse Lass stehlen. Lass das, ich sei ganz ruhig. Du bist krank und hast Fieber. Versuch noch zu schlafen. Das ist das Beste, um wieder gesund zu werden. Armes kleines Kerlchen. Mrs. Bedwin, wenn ich nur wüsste, wo ich diesen Gesichtsausdruck schon einmal gesehen habe. Wo ist Oliver? Wo ist der Junge? Antworten! Lass mich los, Alter! Die Polizei hat ihn erwischt! Verfluchte Hunde! Warum passt ihr nicht besser auf? Ich werde euch antreten! Schnell! Er ist da. Alles sicher. Oh, Nancy und Mr. Six. Ach, lass den Mister weg, Fetchin. Was war denn hier los? Hast du die beiden mit dem Knüppel verdroschen? Ja, am liebsten würde ich sie totschlagen. Sieh dich vor, dass deine Lehrlinge dich nicht eines Tages mal totschlagen. Was haben sie denn angestellt? Sie haben auf den neuen Jungen nicht Acht gegeben. Und er ist erwischt worden. Sind schon viele von uns erwischt worden. Aber dieser ist noch zu grün. Ich fürchte, er wird uns verraten. Dann geht's dir an den Kragen, du alter Heuschreck. Dann geht's uns allen an den Kragen, Bill. Dir auch. Ja, da hast du wieder recht. Wir kleben zusammen wie Dreck. Aber vielleicht hat der Bengel nicht geschwatzt. Das müssen wir herauskriegen. Aber wer von uns kann's riskieren, zum Polizeigericht zu gehen? Nancy, die kennt man da noch nicht. Die werden mir gerade erzählen, was der Kleine ausgesagt hat. Du gehst hin und spielst die Schwester, die ihren Bruder sucht. Ja, das ist gut. Sehr gut, sehr gut. Häng dir einen Korb an den Arm, Nancy, und nimm einen Schlüsselbund in die Hand. Das gibt dir einen ehrbaren Anstrich. Ach, erst muss ich mal wissen, was überhaupt passiert ist. Das wird dir Jack berichten. Tja, das war so. Vor einem Büchergeschäft am Markt stand ein alter Herr. Und der las in einem Buch. Und da haben wir uns dann rangemacht. Mr. Brownlow, es geht ihm besser. Na also, er sieht auch schon viel frischer aus. Jetzt werde ich ihm erst mal ein Hühnersüppchen kochen. Gut, das wird dir doch schmecken, Tom. Ich heiße Oliver. Oliver? Also Oliver White. Nein, Twist, Oliver Twist. Aber du hast doch dem Polizeirichter gesagt, du hießest Tom White. Ich hab das nicht gesagt. Das war der Polizeidiener. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich. Das wird er verwechselt haben. Und wo wohnst du hier in London, Oliver?
Ich weiß es nicht. Du weißt das nicht? Ich darf's nicht sagen, Herr, sonst schlagen Sie mich tot. Drück dich nicht auf, Oliver. Wir wollen jetzt nicht davon sprechen. Das Wichtigste ist, dass du gesund wirst. Es gefällt dir doch hier? Ja. Ich bin noch nie in einem so feinen Zimmer gewesen. Und habe noch nie in einem so schönen weißen Bett gelegen. Es freut mich, wenn du dich bei mir wohlfühlst. Und ich habe auch noch nie eine so hübsche Dame gesehen. Meinst du Mrs. Bedwin? Nein, ich meine die Dame auf dem Bild da an der Wand. Ach so. Was ist das, was die Dame um den Hals hängen hat? Das ist eine Kette mit einem Medaillon. Eine Kette mit einem Medaillon. Es ist doch seltsam. Mrs. Bedwin, sehen Sie einmal das Bild an und einen Jungen. Tatsächlich, das ist ja eine erstaunliche Ähnlichkeit. Hast du etwas erfahren, Nancy? Schnell, schnell, schnell! Hat uns der Junge verpfiffen? Ich glaube nicht. Der Polizeirichter hat ihn laufen lassen. Und wo ist der Bengel jetzt? Der Herr, den Jack bemausen wollte, hat ihn mitgenommen. Wie heißt der Herr? Wie heißt er? Wie heißt er? Wie heißt er? Brownlow. Und wie wohnt er? Das wusste der Gerichtsbüttel auch nicht. Er sagte, der Herr wäre mit seiner Kutsche in Richtung Pentonville davongefahren. Dann müssen wir diesen Brownlow finden. Der Junge muss sofort wieder her. Jack! Charlie, ja? Ihr lauft sofort los und erkundet, wo ein Mr. Brownlow in Pentonville wohnt. Ja. Nancy und ich werden auch besuchen. Du das. Wir können erst ruhig sein, wenn der Lümmel wieder bei uns ist. Etwas gefällt mir nicht, Mrs. Bedwin. Der Junge ist nun schon 10 Tage bei mir und will nicht sagen, wo er herkommt. Er hat Angst, Mr. Brownlow. Ja, das habe ich wohl gemerkt. Aber verstehen Sie, Mrs. Bedwin, es ist kein schönes Gefühl, jemanden im Hause zu haben, von dem man nichts weiß und der auch nicht mit der Sprache heraus will. Ich habe viele Wertsachen hier. Oliver nimmt nichts. Dafür möchte ich mich verbürgen. Seien Sie nicht leichtfertig. Auch das unschuldvollste Gesicht kann täuschen. Ich bin eine Frau und hab's im Gefühl, dass der Junge gut ist. Ich möchte Ihnen ja gern glauben, Mrs. Bedwin, aber ich bin leider zu oft in meinem Leben betrogen worden. Oliver, können Sie vertrauen. Ach, Mr. Brownlow, da fällt mir ein. Vorhin hat der Buchhändler dieses Paket hier geschickt. Und eine Rechnung. Ach, das werden die bestellten Bücher sein. Gut, die Rechnung möchte ich gleich bezahlen. Der Mann braucht sein Geld. Soll ich hingehen? Ja, bitte. Oder warten Sie mal. Ich schicke den Kleinen. Oliver? Ja, Mr. Brownlow, ich komme. Willst du eine Besorgung für mich machen, Oliver? Natürlich, Mr. Brownlow, sehr gern. Hier hast du eine Rechnung und eine 5-Pfund-Note. Damit gehst du zu dem Buchhändler am Markt. Du erinnerst dich doch an den Laden. Ja, Mr. Brownlow. Der Buchhändler bekommt von mir 4 Pfund und 2 Schilling. Den Rest des Geldes bringst du mir zurück. Weißt du, wie man zum Markt kommt? Nein, Mr. Brownlow. Mrs. Bedwin, bringen Sie Oliver auf den Weg und sagen Sie ihm, wie er gehen muss. Ja, ich bind mir nur schnell die Schürze ab. Es ist nicht weit, Oliver, höchstens 10 Minuten. In einer halben Stunde bin ich zurück, Mr. Brownlow. Ich bin neugierig, ob er die Probe bestehen wird. Mr. Oliver, meine Ehrerbietung. Ich freue mich, Sie wieder bei uns zu sehen. Offenbar ist er inzwischen in besserer Gesellschaft gewesen. Sieh doch mal den Anzug. Richtiger Gentleman. Aber du wirst dir hier deinen Sonntagsstart verderben, mein Kleiner. Zieh ihn aus. Wir haben Sachen, die dir besser stehen. Wo hast du ihn getroffen, Nancy? In der Nähe vom Markt. Ist er gleich mitgekommen? Nicht gleich. Aber ich war ja auch dabei und ich habe einen festen Griff. Hat's Aufsehen gegeben? Oh, was meinst du, was Nancy für ein Theater gemacht hat, als sie ihren kleinen Bruder wiederfand? Und was haben die Leute gesagt? Aber die waren ganz damit einverstanden, dass der Taugenichts wieder zu seinen lieben Eltern gebracht wurde, denen er davongelaufen war. Hey, was ist denn hier in der Tasche? Eine 5-Pfund-Note. Geht her. Die gehört mir. Nein, mir. Ich habe sie gefunden. Wirst du den Schein hergeben? Den Schein kriege ich. Oliver ist mein Junge. Aber ich habe ihn zurückgebracht. Dann machen wir Kippe-Bill. Wir teilen die Penunze. Jack bekommt den Anzug. Das Geld muss Mr. Brownlow wieder haben. Und den Anzug auch. Dann soll er sich's holen. Wir bringen nichts zurück. Mr. Brownlow weiß doch nicht, wo ich bin. Und denkt er, ich hätte ihn bestohlen. Na, soll er's denken? Soll er's? Ist sogar ausgezeichnet, wenn er's denkt. Warum ist es ausgezeichnet? Ich hab meine Gründe. So, Kleiner.
In diesen Klamotten passt du besser zu uns. Der verlorene Sohn ist wieder zurückgekehrt. Halleluja! Und nun stehe Rede und Antwort. Hast du jemandem etwas von mir gesagt? Nein, Mr. Fetchin. Hast du etwas von diesem Haus gesagt? Von unserer Arbeit, von unseren Freunden? Nein, nein, ganz gewiss nicht, Mr. Fetchin. Dein Glück. Und warum bist du nicht hierher gekommen, als ich die Polizei laufen ließ? Mr. Brownlow hat mich doch mitgenommen. Du hättest ihm ausrücken sollen. Hierher gehörst du. Und damit du immer dran denkst, werde ich dir eine Mahnung auf den Buckel schreiben. Du schlägst den Jungen nicht, Fetchin. Das ist meine Sache. Rühr sie nicht an. Oder ich spiele dir einen Streich, damit du Silas Tochter Hochzeit machen kannst. Bist du mir Schucke? Bill, was ist mit deiner Kalle los? Ach, sie hat Launen. Schöne Launen. Spiel die Sanftmütige und will uns an den Galgen bringen. Nur dich, Fetchin, nur dich. Es wäre eine Wonne für mich, dich hängen zu sehen. Bill, was sagst du dazu? Ich würd's auch gern sehen, wenn ich nicht daneben baumeln müsste. Oh, ihr seid ja liebe Menschen. Liebe Menschen. Sehr liebe Menschen. Ihr wünscht mir den Tod. Hab ich das um euch verdient? Ja, du Blindschleiche. Du hast mich dahin getrieben zu stehlen. Hast mich dazu gezwungen, als ich noch nicht mehr so alt war wie dieser Junge hier. Hast mich Tag für Tag, Nacht für Nacht auf die kalten, schmutzigen Straßen gejagt. Und ich werde auf der Straße bleiben müssen, bis ich verrecke. Das habe ich dir zu verdanken, du Lump. Halt's Maul! Und du bekommst gleichfalls den Knüppel zu spüren. Oho! Ich bin auch noch hier. Verdammt nochmal. Nancy ist meine Freundin. Wenn sie einer schlägt, dann bin ich's. Ah. Ist recht, ist recht, ist recht. Wir wollen es doch nicht zanken. Bedank dich hier bei deinen Beschützern, Oliver, dass es keine Hiebe gesetzt hat. Aber zu essen kriegst du heute nichts. Bring ihn in die Kammer, Jack, und schließ gut ab. Ich pass schon auf, dass er nicht wieder Reise ausnimmt. Los, komm. Bill? Ich glaube, wir müssen erst mal einen guten Schluck zusammen trinken. Wir sind doch Freunde, nicht wahr? Sieh mal, was ich hier habe. Whisky, ja, ja, ja. Ja, der alte Fetchin besorgt immer die besten Sachen für euch. Kommt. Mit diesem ersten Glas schließen wir wieder Frieden. Und das zweite Glas trinken wir auf das Gelingen unseres großen Planes. Unseres großen Planes? Der Plan mit dem Haus in Scherze. Ach so. Charlie, geh aus dem Zimmer. Nancy, willst du uns nicht einen Augenblick allein lassen? Nancy bleibt hier. Von solchen Sachen sollten immer nur die etwas wissen, die damit zu tun haben. Auf Nancy kann ich mich verlassen. Na gut, wenn du meinst. Also Bill, Geld, Silberzeug, Schmuck. Wann willst du hingehen? Vielleicht gar nicht. So wie ich es mir gedacht hatte, lässt sich das Ding nicht fingern. Toby ist 14 Tage um das Haus herumgeschlichen. Und hat sich mit keiner Seele anfreunden können. Die Diener sind alle schon 20 Jahre bei der alten Frau und würden nicht mal für 500 Pfund mitmachen. Ach, fatal, fatal, fatal. Und mit dem Brecheisen? Ach, Türen und Fensterläden sind zu solide. Es gibt nur eine Stelle, durch die man reinkriechen könnte. Das ist ein kleines Fensterchen neben der Haustür. Dann kriege ich doch das Fensterchen. Geht nicht. Dadurch könnte sich höchstens ein kleiner, dürrer Junge zwingen. Ein kleiner, dürrer Junge? Wen haben wir doch, Bill? Ach, meinst du etwa den Bengel, den ich zurückgeschleppt habe? Na, wen denn sonst? Der ist viel zu ängstlich und ungeschickt, um einzubrechen. Ja, 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 aber könnte doch die Tür von innen aufregeln. Allerdings, das könnte er. Und dünn genug ist er ja. Was siehst du? Was gibt's da noch zu überlegen? Ich werde es mit ihm versuchen. Und wann? In der übernächsten Nacht. Hör zu, Oliver. Ich hab dich hierher mitgenommen, weil du mir helfen musst. Vorbei, Mr. Seeks. Ich sag's dir noch. Erst einmal trink einen großen Schluck aus der Flasche. Nein, bitte nicht. Ich mag keinen Brand. Trink, wenn ich's dir sage. Das ist das beste Mittel gegen die Angst. Oh, verdammt, du verrätst uns noch. Ach, so eine Kröte macht einem mehr Last als ein Dutzend ausgewachsener Ganoven. Bist du fertig mit Husten? Ja, Mr. Seeks. Dann spitz die Ohren. Ich muss in das Haus da.
Siehst du das kleine Fenster neben der Haustür? Ja, Mr. Sieks. Wir schleichen uns jetzt durch den Garten an das Haus heran. Dann breche ich das Fenster auf, heb dich hoch. Du kletterst hinein und riegelst die Tür von innen auf. Nein, nein, das tue ich nicht. Halt die Schnauze. Sieh mal her. Weißt du, was das ist? Ja, eine Pistole. Und die ist geladen. Wenn du nicht alles tust, was ich dir sage, und wenn du nicht ganz leise bist, drücke ich ab und streue dein Gehirn über den Rasen. Verstanden? Ja, Mr. Sieks. Aber bitte, zwingen Sie mich nicht, in das Haus zu klettern. Das war die letzte freundliche Ermahnung. Wenn du noch weiter Sperenzchen machst, pfeffere ich dir eine Ladung Blei in deinen dummen Schädel. Bitte nicht, Mr. Kein Wort mehr. Komm mit. Los. Das nenne ich Glück. Das Fenster ist offen. Ich heb dich hoch. So, und nun kriech hinein. Teufel, noch eins! Ich konnte nichts dafür, dass... Still! Spring runter! Hier, ja! Leg dich auf den Boden! Vor, als wäre es unter uns gewesen. Ja, so kam es mir auch vor. Ist da jemand? Was ist da los? Da, auf dem Rasen, liegt einer. Wahrhaftig, da unten liegt einer. Nein, es sind zwei. Diebe, Einbrecher! Räuber, Mörder! Wie gut, dass ich die Pistole mitgenommen habe. Ja, ohne Pistole wären wir verloren. Jetzt laufen Sie weg! Stehen bleiben! Bleibt stehen! Wollt ihr wohl stehen bleiben? Getroffen! Nur einen! Der andere rennt weiter! Den kriege ich auch noch! Giles, Brittles, was geht hier vor? Man wollte bei uns einbrechen, Miss Rose. Und uns umbringen, die Kehlen durchschneiden. Aber wir haben es rechtzeitig verhindert. Wir sind den Banditen entschlossen zu Leibe gekommen. Ja. Haben Sie geschossen, Giles? Jawohl, Miss Rose, aus diesem Fenster. Mama hat sich furchtbar erschrocken. Oh, das tut mir leid, Miss Rose. Ich werde mich bei Mrs. Maylie wegen der Störung entschuldigen. Wir hoffen, sie wird nachsichtig sein, wenn sie hört, dass wir ihr das Leben gerettet haben. Sind die Einbrecher verscheucht? Der eine ist entkommen. Aber den anderen habe ich getroffen. Sehen Sie bitte, Miss Rose, dort unten liegt er. Offensichtlich ist er schwer verletzt. Vielleicht ist er sogar tot. Um Gottes Willen, kümmern Sie sich um den Mann. Was? Kümmern? Ja, gewiss, Miss Rose. Sofort. Wir gehen sogleich. Warum zögern Sie? Haben Sie Angst? Aber ganz und gar nicht, Miss Rose. Wir kennen keine Furcht. Ich werde selbst nach dem Mann sehen. Geben Sie mir eine Laterne und kommen Sie mit. Wie Sie befehlen, Miss Rose. Wir sind gehorsame Diener. Gehen Sie nicht so nah heran, Miss Rose. Solch ein Kerl ist gefährlich. Aber das ist ja ein Kind. Es ist ohnmächtig und blutet. Ja, ich habe gut getroffen. Ein Meisterschuss. Holen Sie sofort Dr. Losbaum. Nein, nein, besser wäre es, die Polizei zu holen, Miss Rose. Zuerst die Polizei und dann den Doktor. Laufen Sie augenblicklich zu Dr. Losbaum, Brittles. Und Sie, Giles, tragen den Jungen ins Haus. Ich pflege jeden Befehl ohne Widerspruch auszuführen, Miss Rose, aber in diesem Falle bitte ich doch zu bedenken, ob es ratsam ist, einen Verbrecher ins Haus zu nehmen. Sehen Sie nicht, wie der Junge blutet? Er kann sterben. Tun Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Sehr wohl, Miss Rose. Erlauben Sie mir jedoch, Mrs. Maylie, zu sagen, dass dies auf Ihren ausdrücklichen Befehl hin geschieht. Beeilen Sie sich. Alles sicher! Bill, schon zurück? Das siehst du ja. Na und? Missglückt. Was? Ich hab's ja gleich gewusst, dass der Bengel zu sowas nicht taugt. Wo ist er denn?
Sie haben auf uns geschossen und ihn getroffen. Und du hast ihn liegen lassen? Ich musste es. Die Kerle, die uns überrascht haben, knallten drauf los, dass beinahe auch ich etwas abbekommen hätte. Der Junge ist doch nicht tot. Ich glaube nicht. Ich muss ihn wieder haben. Lebendig oder tot, ich muss ihn wieder haben, du! Ich muss ihn wieder haben! Warum regst du dich so auf? Der Junge ist mir hunderte von Pfunden wert. Oh, hunderte, tausende! Wieso? Was soll ich nur machen? Ich bin ruiniert. Morgen kommt Max. Wie steht es mit dem kleinen Dr. Losper? Ach, ganz gut, Miss Rose. Es ist nur eine Fleischwunde und nicht gefährlich. Hat er arge Schmerzen? Er schläft jetzt. Ich habe ihm etwas eingegeben. Willst du ihn dir nicht einmal ansehen, Mama? Ich hoffe, er sieht nicht zu schrecklich aus. Seien Sie unbesorgt, Mrs. Bailey. Komm, Mama. Das arme Kind. Also ich kann mir nicht denken, dass es zu einer Diebsbande gehört. Ich auch nicht, Mama. Ein so feines, hübsches Gesicht. Das Verbrechen ist nicht immer ins Gesicht geschrieben, Mrs. Mealy. Wie alt mag er sein? 10 oder 11 Jahre, schätze ich. Manchmal entwickelt sich das Böse im Menschen sehr früh, Miss Rose. Aber doch nur, wenn das Gute erstickt wird. Vielleicht hat er nie die Liebe einer Mutter kennengelernt. Vielleicht hat er gehungert und Schläge bekommen. Und ist gezwungen worden, ein Vagabund zu werden. Das kann schon sein, aber danach fragt der Richter nicht. Na, meinen Sie, dass der Junge ins Gefängnis muss? Man hat ihn doch auf frischer Tat ertappt. Ich dulde nicht, dass die Polizei ihn wegschleppt. Sie werden nichts dagegen tun können, Mrs. Mealy. Ich glaube, die Polizei kommt gar nicht. Wir haben ja keine Anzeige erstattet. Aber es hat eine Schießerei gegeben. Man wird Nachforschungen anstellen und die Dienerschaft wird schwatzen. Ich werde ihr befehlen, den Mund zu halten. Ich habe den Eindruck, Giles und Brittles sind sehr stolz auf ihre Tat. Sie werden sich gewiss damit brüsten. Ach, diese dummen Menschen. Warum mussten sie gleich schießen? Weil sie Angst hatten, Mama. Ah, ich weiß jetzt, wie man sie zum Schweigen bringen könnte. Darf ich einmal mit den beiden sprechen? Gern, Dr. Losper. Ach, bitte, Rose, ruf die beiden. Ja, Mama. Giles! Brittles! Ich werde Ihnen eine kleine Komödie vorspielen. Sie haben uns rufen lassen, Mrs. Mealy. Wir sind zur Stelle. Dr. Losper möchte mit Ihnen sprechen. Ah. Tja. Sie haben sich da schön etwas eingebrockt. Ich weiß nicht, ob der Junge mit dem Leben davonkommen wird. Ich wollte ihn aber gewiss nicht töten. Ich habe überhaupt nicht geschossen. Es war doch unsere Pflicht, das Haus zu schützen. Man wollte hier einbrechen. Wissen Sie genau, dass man einbrechen wollte? Aber selbstverständlich. Natürlich. Können Sie das auf Ihren Eid nehmen? Auf meinen Eid? Ja, ja, das ist natürlich so eine Sache. Beim Schwören muss man vorsichtig sein. Aha. Sehen Sie? Aber was hatten die beiden auch hier im Garten zu schaffen? Und warum haben sie eine Fensterscheibe zerbrochen? Könnte es nicht so gewesen sein, dass die beiden hier nur für eine Nacht unterkriechen wollten? Ja, so könnte es natürlich auch gewesen sein. Ja, wer will sagen, dass es nicht so gewesen ist? Und Sie haben sofort geschossen. Wenn der Knabe stirbt, wird man Sie vor Gericht stellen. Und wenn Sie dann nicht beeilen können, dass er versucht hat einzubrechen, kann es böse für Sie ausgehen. Ja, ich tat es doch in der besten Absicht. In der allerbesten? Ich will es Ihnen ja glauben. Aber die Polizei lässt nichts gelten, was ihr nicht bewiesen wird. Vielleicht ließe sich eine Ausrede finden, Dr. Losper. Ach ja. Ach, bitte. Haben Sie schon irgendjemand etwas davon erzählt, Giles? Keine Seele, Mrs. Mealy. Und Sie, Brittles? Nicht ein Sterbenswörtchen, Mrs. Mealy. Dann schweigen Sie auch weiterhin. Und wenn man fragen sollte, so sagen Sie, Sie hätten nur in die Luft geschossen, um einen Einbrecher zu verscheuchen. Von diesem Jungen erwähnen Sie nichts. Ich werde mir noch etwas ausdenken, um später seine Anwesenheit hier zu erklären. Man soll nicht lügen. Aber in solch einem Falle muss man es mal tun. Ach ja. Denn es geht um Ihre Köpfe. Wer ist da? Ich. Wer ist ich? Max. Oh, Mr. Monks. Ich öffne sofort. Bitte treffen Sie ein, Mr. Monks. Ich bin glücklich. Lassen Sie das. Wer ist außer Ihnen hier im Hause? Nun nennt sie. Aber sie ist ganz beschickert. Sie trinkt immer, wenn ihr Bill für einige Zeit verschwinden muss. Wo ist der Junge? Sie wissen, Mr. Monks, dass ich mich bemüht habe, Ihren Weisungen zu folgen. Zur Sache? Ja, zur Sache. Ich hatte, Oliver, Bill Six
mitgegeben. Und? Bill wollte ein dickes Ding drehen und er hatte Ausbaldober, das in einem Haus in Scherze. Was? Er wollte einbrechen? Ja, das wollte er. Aber er hat Pech gehabt. Man hat gleich geschossen. Und wo ist der Junge? Ich weiß es nicht, Mr. Monks. Ich weiß nicht einmal, ob er noch lebt. Was? Sie wissen nicht, ob er noch lebt? Hm. Ich wollte nicht, dass er umkommt. Ich habe Ihnen ausdrücklich gesagt, dass ich kein Blut will. Wenn er tot ist, dann... Da ist jemand. Wo? Eine Tür hat geknarrt. Ich habe nichts gehört. Aber ich werde gleich nachsehen. Wenn er tot ist, trifft mich keine Schuld. Das wollte ich nicht. Das nicht. Das wollte ich doch nicht. Das nicht. Das nicht. Mr. Monks! Ja? Ach, es ist nur noch Lindsay im Haus. Und die liegt oben im Bett und schläft. Dann habe ich mich getäuscht. Hören Sie, Fagin, ich bin sehr böse auf Sie. Sie durften den Jungen nicht zu einem Einbruch mitgeben. Er sollte nur zwei- oder dreimal beim Taschendiebstahl erwischt werden. Einmal hatte man ihn schon erwischt. Aber das war doch vorher. Und dadurch bin ich überhaupt erst auf ihn aufmerksam geworden. Und er wurde ja nicht verurteilt. Dafür ist er diesen Brownlow in die Hände gefallen. Wir haben ihn aber sofort zurückgeholt. Ach so, und nun ist er wieder verschwunden. Fagin, ich muss wissen, was aus ihm geworden ist. Wir werden ihn suchen. Alle. Nein, die Sache soll unter uns bleiben. Nur wir beide werden auf die Suche gehen. Mama, Dr. Losburn ist gekommen. Guten Tag, Mrs. Maley. Guten Tag, Herr Doktor. Ich wollte nach unserem kleinen Patienten sehen. Dem geht es von Tag zu Tag besser, Dr. Losburn. So. Er kann auch schon wieder ganz gut laufen. Und sind Sie auch sonst mit ihm zufrieden, Mrs. Maley? Noch immer skeptisch, Dr. Losburn. Ja. Mein Gefühl hat mich nicht getrogen. Es ist ein herzensgutes, unverdorbenes Kind. Und so dankbar. Er fragt immer, wie er sich nützlich machen kann. Heute habe ich ihn zum ersten Mal in den Garten gelassen. Da kann er die Blumen begießen. Hm. Im Garten kann man ihn aber von der Straße aus sehen. Ach, es sind doch nun schon 3 Wochen her. Die Gefahr ist wohl vorüber. Giles und Brittles haben den Mund gehalten und die Polizei ist nicht gekommen. Außer uns weiß niemand, dass der Junge hier ist. Nun gut. Übrigens habe ich inzwischen erfahren können, wo dieser Mr. Brownlow wohnt, von dem Oliver so oft spricht. Ach, da wird er sich ja freuen. Ich werde gleich gehen und es ihm sagen. Oliver? Ja, Miss Rose? Wir wissen jetzt, wo Mr. Brownlow wohnt. Ja. Können wir morgen schon zu ihm fahren? Nein, ein paar Tage müssen wir noch warten, Oliver. Dein Bein muss erst ganz gesund werden. Was mögen nur Mr. Brownlow und Mrs. Bedwin von mir gedacht haben? Gewiss nichts Schlechtes. Mach dir keine Sorgen, bald erklären wir ihnen alles. Ja, Miss Rose. Oh, ich freue mich so auf das Wiedersehen. Und dann kann ich ihnen auch das Bild zeigen. Du meinst das Porträt der schönen Dame, die eine Kette um den Hals trägt? Ja, das meine ich. Und an der Kette hängt ein Medaillon. Mr. Brownlow hat mir gesagt, dass es ein Medaillon wäre. Wissen Sie, Miss Rose, ich muss immerzu an dieses Bild denken. Da, Mr. Monks. Da ist er. Im Garten. Er lebt also. Dann muss ich jetzt handeln, bevor Brownlow etwas erfährt. Der Bengel ist schon wieder munter auf den Beinen. Er hinkt nur ein bisschen. Wenn doch die Pest über ihn käme. Wir kommen über ihn, das ist ebenso gut. Und noch besser, viel besser. Nicht mit Gewalt wegholen. Es muss aussehen, als liefe er wieder davon. Wir warten auf eine günstige Gelegenheit. In 2 Tagen sind wir wieder hier. Morgen muss ich über Land fahren. Ich muss da jemanden aufsuchen. Ich möchte Mr. Bumble sprechen, den armen Hausmeister. Das ist mein Mann. Mit wem habe ich die Ehre? Monks heiße ich. Warten Sie hier bitte einen Augenblick, Mr. Monks. Du liegst natürlich schon wieder im Bett und schnarchst. Wie? Ach, du bist... Los, steh auf! Ein Herr will dich sprechen. Jetzt zur Mittagszeit. Ich bin so müde. Du bist immer müde. Und wenn du nicht müde bist, dann gehst du ins Wirtshaus.
Nun sind wir glücklich 3 Monate verheiratet und ich habe nichts als Ärger mit dir. 3 Monate sind wir erst verheiratet? Mir kommt es wie eine Ewigkeit vor. Man merkt, dass du wieder getrunken hast. Jawohl, ich habe getrunken. Und ich werde weiter trinken, ins Wirtshaus gehen, müde sein, schlafen, schnarchen und alles tun, was mir Spaß macht. Gib mir meine Strümpfe und die Beinkleider. Ja. Aber ich lasse mich nicht von dir kommandieren. Es ist das Vorrecht des Mannes zu befehlen. Ja, und das Vorrecht der Frau ist zu gehorchen. Dein verstorbener erster Ehemann hätte es dich lehren sollen. Dann würde er wahrscheinlich noch leben. Ich wünschte, er lebte noch, der Arme. Ja, das wünschte ich auch. Er war ein besserer Mensch als du. Hätte ich geahnt, ein wie roher und grober Patron du bist, ich wäre niemals deine Frau geworden. Leider hast du es nicht. Lass das heulen! Tränen machen auf mich keinen Eindruck. Mein Herz ist wasserdicht. So, hilf mir den Rock. Da, zieh dir allein an, du Faultier. Du Faultier. Sie wünschen mich zu sprechen, mein Herr. Ja, ich brauche eine Auskunft von Ihnen. Und was möchten Sie von mir wissen, Mister? Wie war der Name, bitte? Manx. Mr. Manx? Denken Sie 10 Jahre zurück. Da brachte in dem Armenhaus hier ein junges Frauenzimmer ein Kind zur Welt. Tja, vor 10 Jahren haben mehrere Frauenzimmer im Armenhaus Kinder zur Welt gebracht. Es war ein Junge. Ja, damals sind mehrere Jungs geboren worden. Und dieser war blond und sehr zart. Später wurde er zu einem Sargmacher in die Lehre gegeben. Ach, Oliver Twist. Ja, ein ganz aufsässiger, bösartiger Lausekerl, der durchgebrannt ist. Nach London, ich weiß, aber der Junge interessiert mich jetzt nicht, sondern die Mutter. Sie ist kurz nach der Geburt des Kindes gestorben. Sagen Sie mir, wer in Ihren letzten Stunden bei ihr war. Tja, der Armarzt natürlich. Dr. Singami. Der ist jetzt tot. So, und wer noch? Und dann die alte Sally, na, die ist auch tot. Ach, nicht noch jemand? Ich müsste mich mal erkundigen. Es soll ihr schade nicht sein. Dies hier ist für den Anfang. Oh, 2 Pfund? Vielen Dank. Wissen Sie, bei unserem kleinen Gehalt. Naja, ist ja gut. Ich muss wissen, was die Mutter dieses Oliver Twist vor ihrem Tode erzählt hat. Ich würde es mich etwas kosten lassen. Ich glaube, Mr. Manx, ich weiß jetzt jemanden, der noch dabei war. Warten Sie einen Augenblick. Ja, zu Liebster. Scher dich zum Teufel. Sei friedlich, mein Engel. Mach, dass du rauskommst. Nein. Wir können ein gutes Geschäft machen, mein Herzchen. Was, ein Geschäft? Der Herr will jemanden sprechen, der dabei war, als die Mutter von Oliver Twist starb. Du warst allerdings nicht dabei, aber das macht ja nichts. Er will sich's was kosten lassen. Ich komme, aber du, das Geschäft mache ich. Hier ist meine liebe Frau, Mr. Monks. Sie ist die Vorsteherin des Waisenhauses und... So, Sie waren bei der Mutter dieses Oliver Twist, als sie starb? Ja, ich war bei ihr. Meine erste Frage ist... Was hat sie Ihnen damals erzählt? Ihre Frage ist die zweite. Die erste Frage ist, wie viel ist Ihnen die Auskunft wert? Das kann ich erst sagen, wenn Sie alles berichtet haben. Und ich sage nicht eher etwas, als bis Sie einen festen Preis nennen. Ich gebe Ihnen 10 Pfund. Legen Sie noch 10 Pfund drauf. Meinetwegen. So, hier ist das Geld. Erzählen Sie. Tja, also... Ich war mit der alten Sally bei der jungen Frau, als sie starb. Aber sie hat nur geächtzt und gestöhnt und kein Wort geredet. Was soll denn das? Dafür nehmen Sie mir 20 Pfund ab. Haben Sie doch Geduld. Ein paar Jahre drauf starb die alte Sally. Und kurz vor ihrem Tod gestand sie mir, dass sie jener jungen Frau etwas weggenommen habe. Was war das? Ein Pfandschein. Sie hatte Schmuck versetzt? Ja, einen goldenen Ring. Und ein goldenes Medaillon. Und in dem Medaillon waren 2 Haarlocken und im Ring waren die Namen Agnes und Edwin eingraviert. Sie wissen aber sehr genau Bescheid. Diesen Schmuck muss ich haben. Sie können ihn haben. Sally hatte damals den Schmuck ausgelöst und ihn mir später gegeben. Wie viel verlangen Sie dafür? Das Doppelte von dem hier.
40 Pfund. Ja, und keinen Schilling weniger. Ich zahle sie. Holen Sie die Sachen her. Ich bin ja schon dabei. Ist es das, was ich... Ja, das ist, was ich haben muss. Da. Nehmen Sie. 10, 20, 30, 40 Pfund. Stimmt. Danke sehr. Entschuldigen Sie, Mr. Monks. Was wollen Sie mit den Schmuckstücken machen? Obwohl sie von meiner Frau redlich erworben wurden, könnten wir doch Unannehmlichkeiten haben. Ich bin verschwiegen. Und Sie müssen es auch sein. Diesen Plunder hier schmeiß ich in die Themse. In einer Stunde ruht er für alle Zeiten auf dem Boden des Flusses. Tut mir leid, Nancy, dass dein Bill so krank ist. Komm, trinken wir auf sein Wohl. Davon wird er nicht satt, er hat mich hier geschickt, um Geld zu holen. Was? Geld? Von mir? Geld vom armen alten Fetzchen. Lass das alberne Getue, du hast Geld. Das ist so sicher wie die Schwaben hinter den Paneelen. Nancy, ich hab nicht so viel Geld. Ich will nicht wissen, wie viel du hast. Ich will sofort ein paar Pfund haben. Ein paar Pfund? Ein paar Pfund? Liebste, beste Nancy, du weißt, wie gut ich immer für Bill gesorgt habe. Aber diesmal, es bricht mir das Herz. Diesmal kann ich ihm nicht helfen. Helfen? Bill will kein Almosen, sondern seinen Anteil, und zwar sofort. Ich gehe nicht eher weg, als bist du mir... Psst! Wer ist da? Max. Oh, Mr. Monks! Ich riegle auf! Aha, Monks. Guten Abend, Mr. Monks. Ich hoffe, dass... Ich habe es eilig. Ja. Ich muss mit Ihnen reden, Fetchin. Ja. Aber unter vier Augen. Gewiss. Ja, Nancy, Bill muss noch warten. Ich habe eben wirklich nichts. Und lass uns allein. Ich gehe nicht eher, als bis du mir das Geld gegeben hast. Dann bleib 3 Tage hier sitzen. Mal wegen auch 8. Kommen Sie, Mr. Monks. Wir gehen nach oben. Verflucht nochmal. Diese Schweine. Ja. Ich tu's. Es war keine Kleinigkeit, Miss Maley, bei Ihnen vorgelassen zu werden. Es tut mir leid, dass man Sie abweisen wollte. Bitte setzen Sie sich. Lassen Sie mich stehen, Miss Maley. Ich darf Ihnen nicht sagen, wer ich bin. Und es ist gut, dass Sie nicht wissen, was ich bin. Ich verstehe Sie nicht. Wie sollten Sie auch? Sie ließen mir sagen, dass Sie mich Olivers wegen zu sprechen wünschen? Ja. Woher wissen Sie, dass der Junge hier ist? Ich habe gestern ein Gespräch belauscht. Und ich hörte, dass man Oliver von hier entführen will. Gottes Willen. Wer will ihn entführen? Ein Mann namens Monks. Monks? Wer ist das? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich hörte nur, wie er sagte, die einzigen Beweise, dass Oliver mein Bruder ist, liegen jetzt auf dem Grunde des Stroms. Sein Bruder? Das waren seine Worte. Und dann sagte er noch... Wenn nur dieser Brownlow noch nichts ahnt. Brownlow? Der alte Herr, bei dem Oliver mal war. Ach, er hat es mir erzählt. Das klingt alles so geheimnisvoll. Was mag dahinter stecken? Vielleicht erfahre ich es noch. Sicher ist nur, dass dieser Monks Oliver verderben will. Und ist es wahr, was Sie mir gesagt haben? Es ist wahr, ich kann es beschwören. Ich danke Ihnen, dass Sie uns gewarnt haben. Wir werden gut auf Oliver Acht geben. Wie kann ich mich Ihnen erkenntlich zeigen? Lassen Sie mich dies hier für Ihre Mitteilung... Nein, ich will nichts. Und warum sind Sie dann hierher gekommen? Ich habe den Jungen sehr lieb gewonnen. So wie Mama und ich. Wenn Sie mehr erfahren... Werde ich Sie es wissen lassen. Ja, kommen Sie so oft Sie wollen. Aber nicht nochmal hierher. Es könnte mein Tod sein, wenn man es bemerken würde. Ihr Tod? Es ist ein ungeschriebenes Gesetz bei uns, ein Verräter stirbt. Und Sie wollen um Olivers Willen Ihr Leben in Gefahr bringen? Das liegt mir schon an diesem Leben. Wer auf der Straße groß geworden ist und auf ihr bleiben muss, der wünscht sich nur noch ein Dach, den Sargdeckel. Und bitte reden Sie nicht so. Und wenn ich noch nicht dort bin, wohin ich mich wünsche, ist das nur deshalb, weil ich einen Freund habe, der mich braucht und den ich nicht verlassen darf. Sie haben einen Freund? Es ist nicht das, was Sie Ihren Freund nennen. Er ist sehr hart zu mir, manchmal sogar grausam. Es gibt nur wenige gute Stunden zwischen uns. Trotzdem liebe ich ihn. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nur, dass es so ist. Darauf kann ich Ihnen nichts erwidern. Aber ich bitte Sie, lassen Sie mich Ihnen helfen. Nein, ich nehme keinen Penny. Ich wollte Sie nicht kränken. Und wo können wir uns widersprechen? An jedem Montag, Mittwoch und Freitag.
werde ich abends zwischen 11 und 12 Uhr auf der London Bridge spazieren gehen. Zwischen 11 und 12 Uhr? Um diese Zeit kann ich nicht alleine über die Straßen gehen. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich einen alten, zuverlässigen Freund mitbringe? Nein, das ist sogar gut, wenn sich Mann um die Sache kümmert. Wiedersehen, Miss Maylie. Auf Wiedersehen. Mr. Brownlow. Ja? Eine junge Dame möchte Sie sprechen. Miss Maylie. Miss Maylie? Ich kenne sie nicht. Aber ich lasse bitten. Bitte, Miss Maylie. Sie sind Mr. Brownlow? Ganz recht. Bitte setzen Sie sich, Miss Maylie. Danke. Womit kann ich Ihnen dienlich sein? Seit ein paar Wochen ist in unserem Haus in Jersey ein Junge, Oliver Twist. Ach, ich glaubte, ich würde nie wieder etwas von ihm hören. Und wie kommt er zu Ihnen? Das ist eine lange Geschichte, die ich Ihnen später erzählen möchte. Vor allem muss ich Ihnen sagen, dass sich Oliver große Sorgen macht. Sie und Mrs. Bedwin könnten schlecht von ihm denken. Mir sind allerdings Zweifel gekommen. Sie hatten ihn mit einer 5-Pfund-Note weggeschickt, um eine Rechnung zu bezahlen. Und er ist nicht wiedergekommen. Ich weiß. Aber man hat dem Jungen aufgelauert und ihn gewaltsam zurückgeschleppt. Wohin zurückgeschleppt? In eine Diebshöhle, in die er vorher ahnungslos geraten war. Sie glauben ihm? Ich bekam vor einigen Tagen die Bestätigung, dass er die Wahrheit gesagt hat. Warum haben Sie ihn nicht mitgebracht? Er soll in nächster Zeit unser Haus nicht verlassen. Ich hörte nämlich von einem Mädchen, das aus London zu mir kam und offenbar mit der Diebsgesellschaft etwas zu tun hat, man wolle Oliver wieder entführen. Oh. Wo diese Diebsgesellschaft haust, hat das Mädchen natürlich nicht verraten. Nein, es sagte mir, dass ein gewisser Monks dahinter stecke. Der habe verlangt, dass Oliver zurückgeholt würde. Monks? Wissen Sie etwas von dem Mann? Nichts. Ich hoffte, hier etwas über ihn zu erfahren. Denn dieser Monks kennt Sie, Mr. Brownlow. Ich habe den Namen nie gehört. Er soll von Oliver als von seinem kleinen Bruder gesprochen haben. Von seinem kleinen Bruder? Ja, die einzigen Beweise dafür liegen auf dem Grunde des Stroms. Und Monks fürchtet, Sie könnten das Geheimnis um Olivers Herkunft lüften. Jetzt ahne ich. Mein Gott. Was ahnen Sie? Kommen Sie bitte mit mir, Miss Maylie. Sehen Sie sich das Bildnis dort an. Das ist sicher das Porträt, von dem Oliver immer gesprochen hat. Fällt Ihnen nichts auf? Doch, eine frappierende Ähnlichkeit. Nicht wahr? Oh, wollen Sie mir nicht erklären? Miss Maylie, bevor ich Familiengeheimnisse preisgebe, muss ich erst Gewissheit haben. Gibt es eine Möglichkeit, mit dem Mädchen, das zu Ihnen gekommen ist, zu sprechen? Ja. Die Unbekannte will an jedem Montag, Mittwoch und Freitag zwischen 11 und 12 Uhr nachts auf der London Bridge auf mich warten. Sie wagt es nicht, noch einmal zu uns nach Jersey zu kommen. Heute haben wir Mittwoch. Könnten Sie mit mir um 11 zur London Bridge fahren? Gewiss. Ich werde hier in der Stadt bei Verwandten bleiben. Machen Sie mir die Freude, mein Gast zu sein, Miss Maylie, bis sich alles aufgeklärt hat. Kommt mal der Teufel in Person mich besuchen. Der Teufel? Wie redest du denn vom guten alten Fetchin, Bill? Bringt der Teufel so gute Sachen? Zeig sie ihm, Charlie. Bitte, Mr. Six, alles für Sie. Gebratenes Huhn, eine Pastete, großes Stück Gloucester-Käse, eine ganz große Flasche Branntwein. Und wo ist die Penunze? Hier, Bill. Hier ist sie. Hier ist der Rest, den du noch zu bekommen hast. 2 Pfund 3 Schilling. Was? Mehr nicht? Na, mehr habe ich nicht rausschlagen können. Wenn die Sora aus dem Schmelzofen kommt, ist sie kaum noch was wert. Und die Steine? Na, die tauchten diesmal überhaupt nicht. Himmel, Donnerwetter! Immer dasselbe. Ich riskiere meinen Hals und du hast den Profit davon. Aber lange mache ich das nicht. Nancy! Wo willst du hin, Nancy? An die frische Luft. Ich habe Kopfschmerzen. Dann steck den Kopf aus dem Fenster. Ach, ich komme hier oben in dieser Bude. Aber ich will nicht, dass du weggehst. Den ganzen Tag starre ich diese 4 kahlen Wände an. Ich will auch mal was anderes sehen. Was willst du draußen sehen? Es ist Nacht. Du willst mir nicht verbieten, mal eine Stunde spazieren zu gehen. Du gehst in letzter Zeit oft nachts allein spazieren. Ja, weil du krank bist und nicht mitkommen kann. Du bleibst hier. Verflucht noch eins. Bleib hier. Und sie geht doch.
Du lässt dir schön auf der Nase herumtanzen, Bill. Bald bin ich wieder gesund. Dann werde ich sie schon einbläuen. Sie geht jetzt öfters nachts allein weg, sagst du? Na. Sie macht doch keine Dummheiten, hm? Was meinst du damit? Nun, Weiber sind Weiber. Und lieben die Abwechslung. Es gibt kein zuverlässigeres, treueres Frauenzimmer als Nancy. Wenn's anders wäre beim Henker, ich hätte ihr längst die Kehle zugedrückt. Ich glaube es, Bill, ich glaube es. Trotzdem würde ich an deiner Stelle ein bisschen aufpassen. Wie soll ich aufpassen, wenn ich aus diesem verdammten Loch nicht herauskam? Andere könnten ihr doch nachgehen. Charlie ist ein Meister im Beschatten. Soll ich? Krieg ich was dafür? Ja, ich will wissen, wohin sie geht. Lauf hinterher! Dass ich sie treffe. Dieses Mr. Brownlow, der Oliver auch ins Herz geschlossen hat. Lassen Sie uns bitte ins Dunkel gehen. Ich habe Angst, man könnte mich hier mit Ihnen sehen und dann. Ja, natürlich. Haben Sie etwas Neues gehört? Nein, gar nichts. Ich möchte ein paar Fragen an Sie richten. Ich verspreche Ihnen, es wird niemand erfahren, was Sie geantwortet haben. Ja? Ich vertraue Ihnen. Jener Manx sagte, die Beweise, dass Oliver sein Bruder sei, liegen auf dem Grunde der Themse? Ja. Das sagte er. Erwähnte er nicht, was für Beweise es waren? Müssen Schmuckstücke gewesen sein. Denn der Mann, mit dem Monk sprach, jammerte um das schöne Gold. Man hätte es einschmelzen, verkaufen sollen, meinte. Und wurde darüber gesprochen, von wem Monk die Beweise bekommen hatte? Wenn ich es recht verstanden habe, von einem Armenhausmeister. Oliver ist in einem Armenhaus geboren. Ich weiß. Und ich habe inzwischen auch erfahren, in welchem. Noch eine Frage. Wie alt mag Monk sein? 30. Vielleicht auch älter. Und wie sieht er aus? Er ist groß und hager. Hat schwarze Haare, tiefliegende Augen. Sehr dunkle Haut. Wie jemand, der lange in heißen Ländern war? Ja. Ja? Und ist nichts Auffallendes an ihm? Nichts Besonderes? Doch. Er hat eine brandrote Narbe hinterm linken Ohr. Dann ist er's. Wer? Kennen Sie ihn? Ja. Ich muss diesen Mann sprechen. Wissen Sie, wo er wohnt? Ja. Er logiert in einem Gasthaus. In welchem? Sagen Sie nichts zur Polizei? Kein Wort, ich schwöre es Ihnen. Unsere Leute treffen sich nämlich dort. Ist das Gasthaus zu den drei Krüppeln. In der Nähe von Field Lane. Das genügt. Sie haben Oliver und uns einen großen Dienst erwiesen. Bitte nehmen Sie diese Börse. Nein. Ich habe schon Miss Millie gesagt, ich will nichts. Auch nicht, wenn ich Sie sehr darum bitte? Ich möchte das Gefühl haben, dass Sie etwas besitzen für eine Stunde der Not. Ich möchte das Gefühl haben, einmal in meinem Leben zu etwas Gutem nützlich gewesen zu sein. Ach, ich mache mir Sorgen um Sie. Kommen Sie lieber mit uns. Nein. Nein. Nein, ich muss zurück. Bist du ja endlich. Ich war doch nicht lange weg. Lange genug. Warum liegst du nicht im Bett? Was hast du denn? Ich will's dir sagen. Komm her. Hierher. Setz dich zu mir. Bist du merkwürdig. Hast du Fieber? Oder zu viel getrunken? Setz dich! So, und nun will ich dir sagen... Nimm die Hände weg von meinem Hals! Ich will's dir ins Ohr flüstern. Man ist dir heute Abend nachgeschlichen worden, Bridge, und man hat dich belauscht. Du Verräterin! Ich hab dich nicht verraten, Bill! Keinen von uns! Lüg nicht! Und dir habe ich vertraut, du... Hör doch, Bill!
Ich will nichts mehr hören. Nein, nein! Bill! Wie können Sie es wagen, mich gewaltsam hierher schleppen zu lassen? Das ist Freiheitsberaubung. Ich werde Anklage gegen Sie erheben. Sie können nach unserer Unterhaltung zur Polizei gehen. Das werde ich. Verlassen Sie sich darauf. Ich bin nicht zur Polizei gegangen, weil es mein Wunsch ist, dass der Name Liefert unbefleckt bleibt. Ich möchte nicht gern den Sohn meines besten Freundes vor Gericht sehen. Ach. Sie wissen also, wer ich bin. Erstaunlich. Ich glaubte Sie in Westindien, Edward Liefert. Aber ich bin hier. Was wollen Sie denn von mir, Mr. Brownlow? Was berechtigt Sie, so gegen mich vorzugehen? Was habe ich denn getan, das mich vor Gericht bringen könnte? Sie haben Ihren Stiefbruder... Ich habe keinen Stiefbruder. Mein Vater war nur einmal verheiratet. Ich bin sein einziger Sohn. Sein einziger legitimer Sohn. Sie wissen wohl, Edward Liefert, wie unglücklich die Ehe Ihrer Eltern war, zu der sie viel zu jung durch Geld- und Standesrücksichten gezwungen worden waren. Nach wenigen Jahren schon trennten sie sich für immer. Ihr Vater blieb in England, ihre Mutter reiste nach Italien, wo sie ein, nun, sagen wir, ein sehr abwechslungsreiches Leben führte. Was soll denn das alles? Sie wissen auch, dass Ihr Vater meine Nichte, Agnes Fleming, liebte. Sie sehen hier Ihr Bildnis. Beachten Sie darauf bitte das Medaillon. Und sicherlich ist Ihnen auch bekannt, dass sich meine Nichte eines Tages Mutter fühlte und heimlich das elterliche Haus verließ. Sie irrte lange Zeit mittellos umher und landete schließlich in einem Armenhaus, wo sie einem Jungen das Leben schenkte und kurz danach starb. Niemand von uns wusste, wo sie geblieben war. Sie hat einen anderen Namen angegeben, um der Familie Schande zu ersparen. Ihre Familiengeschichten interessieren mich nicht. Sie werden sich aber dafür interessieren müssen. Ihr Vater erfuhr von dem allen erst später. Er war auf einer Reise in Lyon schwer erkrankt, von Gewissensbissen gefoltert, schrieb er mir verzweifelte Briefe. Ich besitze sie noch. Sie können sie lesen. Er beschwor mich, Agnes zu suchen. Und er wies deshalb auf ihr Medaillon hin, in dem zwei Haarlocken von ihm waren, und auf ihren Ring, in den ihre beider Namen graviert waren, Agnes und Edwin. Ich tat alles, um Agnes zu finden, leider vergeblich. Aber was geht mich das alles an? Ein Jahr nach dem Verschwinden seiner Geliebten starb ihr Vater. Er hatte sich von seinem Krankenlager in Lyon nicht wieder erhoben. Das weiß ich. In seinem Testament hatte er sein Vermögen zur Hälfte ihrer Mutter und ihnen und zur anderen Hälfte Agnes und dem noch nicht geborenen Kinde vermacht. Mein Vater hat kein Testament hinterlassen. Oh doch, aber Ihre Mutter hat es vernichtet. Beweisen Sie das doch. Hier ist eine Kopie. Vergleichen Sie die Handschrift mit der Briefe. Es ist Ihres Vaters Handschrift. Er schickte mir dieses Papier zu treuen Händen, weil er seiner Frau misstraute. Zum Teufel nochmal. Aber das ändert nichts. Das Mädchen ist tot. Doch das Kind lebt. Unter dem Namen Oliver Twist. Ha. Beweisen Sie es. Die Beweise sind das Medaillon und der Ring. Bitte zeigen Sie mir diese Beweisstücke. Das kann ich nicht. Sie haben sie in die Themse geworfen. So? Beweisen Sie mir das. Sie haben es jedenfalls dem armen Hausmeister Bumble und dessen Frau gesagt, von denen Sie ja die Schmuckstücke gekauft haben. Vor Gericht würden die beiden vereidigt und müssten die Wahrheit sagen. Auch der Pfandleiher lebt noch, bei dem Agnes den Schmuck versetzt hatte. Was? Die Bumbles haben gesagt, dass ich... Ja, ja, mit 100 Pfund habe ich sie gesprächig gemacht. Verdammt nochmal! Außerdem hat man den Mörder des Mädchens Nancy gefasst, einen Bill Six. Und mit ihm wurde der alte Fädchen und seine ganze Diebsbande verhaftet. Man kann Fädchen vor Gericht zur Aussage zwingen. Aber ich denke, wir regeln es unter uns. Es soll nicht in der Öffentlichkeit bekannt werden, dass Sie Oliver zu einem Verbrecher stempeln wollten, weil Ihr Vater in seinem Testament die Bedingung stellte, seine beiden Söhne sollten nur dann in den Genuss des Erbes kommen,
wenn sie ehrenhafte Männer würden. Was verlangen Sie von mir? Unterschreiben Sie diese Erklärung und zahlen Sie die Hälfte Ihres Erbes an Oliver aus. Es bleibt mir kein anderer Weg. So viel Geld werde ich einmal besitzen? Wie kommt das? Wenn du älter bist, erkläre ich dir alles. Es ist das Erbe deines Vaters. Ja, ich weiß. Der ist tot. Ach, meine Mutter. Aber du weißt doch nun, wer sie einmal waren und wo sie begraben sind. Ja, Mrs. Maley. Den Namen Twist aber legst du ab. Ich nehme dich an Sohnes Statt an. Willst du das? Gern, Mr. Brownlow. Ich danke Ihnen. Und nun wird dich auch niemand mehr entführen. Doch, Mr. Brownlow. Mama und ich. Im Sommer holen wir Oliver immer nach Jersey. Oh ja, das wird eine feine Entführung. Oliver Twist. Ein Hörspiel nach Charles Dickens von Max Gundermann. Oliver Twist war Wolf Osenbrück. Mr. Brownlow, Kurt Leek. Mrs. Bertwin, Todig Daniel. Mrs. Maley, Otti Schütz. Miss Rose, Waltraud Schmal. Und Dr. Losburn, Heinz Schimmelpfennig. Die Diener Giles und Briddles waren Alfred Hansen und Klaus Schwarzkopf. Der Buchhändler war Max Nemitz, der Richter Ernst Ladek, der Polizeidiener Karl Box, der Amtsvorsteher Amastin Fühler, der Armenhausmeister Bampel Ernst Walter Metulski, Mrs. Mann Katharina Brauren, der Sackmacher Sauerberry und Mrs. Sauerberry Konrad Meyerhoff und Hilde Willer. Monks war Ernst Ronecker, Fetschin Josef Offenbach, Nancy Charlotte Jöris, Bill Six, Siegfried Wischnewski. Jack und Charlie waren Wolfgang Spier und Wolfgang Reinsch. Die Musik schrieb Hans Vogt. Ton und Technik Bernd Lossen und Ursula Krone. Regie führte Walter Knaus. Sie hörten eine Produktion des SDR aus dem Jahr 1957.